Die USS Wilkinson. Hört sich an wie ein Rasierer. Wusste ich gleich. Premium 4-3. Zerstörer. Ich kann euch leider nicht sagen, wie viel GE. Habe ich nicht gesehen. Also ich habe das Ding ja bekommen. Module, Panzerung keine, wie mir gerade gesagt worden ist, Nachkriegsmodell. Mit improvisierter Flug- und U-Boot-Abwehrkapazität. Wieso improvisiert? Also nach dem Zweiten Weltkrieg sollte man doch wissen, dass Schiffe Flugabwehr brauchen, oder? Viermal Torpedos. Der. Der. Zwei 5-Inch-Kanzeln, das sind die nach vorne. Da ist die 3-Inch. 3-Inch. 5-Inch. 5-Inch. Okay. Da hätten wir auch gleich die 2-Inch. Wo ist jetzt bitte eine Flugabwehr? Das ist der U-Boot-Raketenabwehrwerfer-Dingens. Feuerleitsystem, das Ding hat keine Flak. Wollt ihr mich verarschen? Die ganz selber ist die. Ach du Kacke. Die hier, die Doppel, die Zwillingsgeschütze. Was sind 3 Inches? 30 mm? Schutz, ja, vorhanden. Bei den Türmen. Modifikation. Annäherungsmuni. 76 mm und 127 mm Geschütze sind es. Und Annäherungsmuni, okay. Interessant. Ich schieße mit nur 127. Ja, doch, haben wir. Ja, auf die Bombe, ja. Oh, mal eine Testfahrt. Ja, mal von alles was mit. Oh Scheiße, habe ich jetzt Sim angestellt? Ich habe Sim angestellt. Entschuldigung. Ich muss ja bei Schiffen auf RB. 1600 GE. Simulatorschlachten wird es für Schiffe nicht geben, weil der RB-Modus schon schwer genug ist. Aussage gehört schon. Gunners are searching for airborne and surface targets. Gunners are searching for airborne targets. Gunners are searching for surface targets. All gunners, hold your fire. Gunners are searching for airborne targets. Aircraft down. Ja gut, die müssen ja nicht mal, also die. Okay. Igor tot. Gunners are searching for surface targets. Okay. The enemy is burning. Hey, ich kann ja. All gunners, hold your fire. Hol Feuerrad, ob die Streuung ist. Ja. Geht. Könnte auch mal was. Endlich. The enemy ship sank. Ne? Ah.
Okay, ich komme durch. Du musst das Munitionslager treffen. Also man piekst den Gegner zu Tode oder wie? Enemy ship on fire. Hallo Triton. Ja, das ist Absicht. Ich kann auch wieder die HE schießen, weil die HE hat davor nichts gemacht. Okay. Ja, also ich bin jetzt kein Schiffsexperte, außer dass es schön aussieht. Gunners are searching for airborne and surface targets. Gunners are searching for airborne targets. Gunners are searching for airborne targets. All gunners, hold your fire. Ja, das ist ja mein Grundproblem mit Schiffen, dass sie realistisch sind, aber das Realistische heißt halt auch wieder. Ach, die Torpedos sind starr. Wo sind denn die? Ach, die sind da eingebaut. Da, nee. Da, die zwei Dinger da. Ich muss in die Richtung gucken, ich vergaß. Plop. Okay. Kann das sein, dass das Ding konzipiert ist als Geleitschutz für einen Flugzeugträger? Für Flugabwehr? The enemy ship sank. Nicht. U-Boot-Jäger. Ja, aber also ich rede jetzt nicht über die Bewaffnung realistisch, sondern eben realistisch, das Modell ist realistisch. Das ist, also das sind Dinger, wenn du die von Revell kaufst, dann hast du wahrscheinlich das da vor dir, wenn du es zusammengeklebt und bepinselt hast. Ein 3D-Druck würde ich mir sofort kaufen, wenn ich Fan wäre. Was ich meine ist, ein Zerstörer hat gegen einen schweren Kreuzer keine Chance. Das soll ja auch so sein. Zerstörer rein, schnell, weg. Die Spielmodis geben das aber nicht her. Das meine ich mit Realismus. Does the Torpedo should wire guided or fitted? I don't think these mechanics are already in. Ja. Ich gehe aber mal auf, also so vom Gefühl her, ich krieg für 1300 das Ding mit 4x5 Inch oder für 1400 das hier mit 2x
5 Inch. Solange es keine U-Boote im Spiel gibt, nehme ich das Ding für 1300. Da gehe ich mit, wer war es, Shiro oder Hartmann, wer es gesagt hat. Von daher, ja. Sieht nett aus, wenn ihr Fans seid zum Sammeln, ja, aber ansonsten, wenn ihr entscheiden müsst, dann nehmt dann doch lieber diese 5-0er. Wobei, dann kannst du wieder gegen die, hä, mit 5-0 wieder kannst du ja auch gegen die Dinger fahren dann. Ich kann es zu schwer einschätzen. Mitchell. Wilkinson gleich Mitchell. Ist Mitchell im Game? Ja, hier. Okay, ist das gleiche. Okay. Boni ist 296 XP zu 130. Also fürs XP-Farmen. Okay. Gut, die Wilkinson.